So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir heute das Event der Schatten der Antike in die nächste Runde bringen werden. Was steht dann also heute auf dem Plan? Das Event dauert also noch 6 Tage. Dann die... Ah, verdammt, wir müssen erstmal alle Ziele der letzten Phase abschließen. Also müssen wir doch nochmal zurück nach Tatarasuna. Um dann nochmal diese verdammten Hylorche, Hylichol, oder wie die auch ausgesprochen werden, zu besiegen. Das haben wir natürlich im letzten Part jetzt nicht gemacht, weil mir das am Ende ein bisschen zu lästig war. Der Elektro-Heini hatte also immer wieder sein Schild auf... Schild da gehabt, dann er sagt als nächstes. War es natürlich auch so blöd gewesen. Warte mal, da fällt mir jetzt gerade was auf. Wieso zum Henker sind eigentlich unsere Lebenspunkte, obwohl wir in der Nähe einer Gött... Hä? Keine Ahnung. Ich habe mich eben einfach nur gefragt, weshalb wir eigentlich unsere Lebenspunkte nicht regenerieren konnten, obwohl wir in der Nähe einer heiligen Statue, einer göttlichen Statue ja waren. Einer Statue der Sieben. Tja, gute Frage, nächste Frage. Wie dem auch sei, jetzt hauen wir erstmal gleich den großen Elektro. Samachul, nein, nicht Samachul, sondern Hylichol. Wie auch immer zu Brei. Und dann Ende Gelände. Okay, erst einmal... den Naturburschen hier weg. Und jetzt auf einmal sind hier auch 2 Gegner wieder. Also anscheinend scheinen unsere Gegner hier recht schnell dem anderen hier zur Unterstützung zu eilen. Ja, genau das gleiche wie im letzten Part. Ohne auch nur zu begreifen, wo auf einmal die anderen Gegner herkamen. Hatten wir es auf einmal mit einer Vielzahl von Gegnern hier zu tun. Und die Frage, die sich mir daraufhin mal wieder stellte... woher kamen auf einmal die ganzen Gegner her? Aber anders als im letzten Part sind wir dieses Mal um einiges besser hier vorangekommen. Shine down. Tja, dieses Mal sind wir wirklich um einiges besser hier vorangekommen. Und wir müssen auf alle Fälle jetzt alle Gegner hier in Strandnähe bezwungen haben. So. Also...
Na toll, jetzt haben wir wieder eine Schatztruhe hier. Oh nein! Order guide you. Gather. Time for retribution. Spirit Blade. Attack. Na gut, ein bisschen rohes Fleisch, eine Kartoffel. Und jetzt führt mich verdammt nochmal zu unserem Schatz. Und genau aus dieser Gegend bin ich doch erst gesagt im letzten Part gekommen. Oh, jetzt er sagt schon wieder so eine komische Vorrichtung. Und hier dann natürlich das gesuchte Zahnrad. So, jetzt die autonome mechanische Energiequelle, die Einführung. Wir müssen also wieder mit Hosseini sprechen. Weil jetzt haben wir wirklich eine neue Mission dabei. Wir haben jetzt erstmal alle Zahnräder eingesammelt. Also beginnen wir jetzt mit der Datensammlung der Auftragserläuterung. Die Vorarbeit ist nun abgeschlossen. Jetzt musst du nur noch Hosseini helfen, einige letzte Kalibrierung vorzunehmen. Und dann kannst du das Hindernis vor dir endlich aus dem Weg räumen. Was natürlich hier im Praxistest erst in 12 Stunden erhältlich ist. Na gut. Autonome mechanische Energiequelle. Tja, da mal auf geht's. Auf und davon. Werden wir weiter ein bisschen in der Wissenschaft was schaffen? Und hoffen wir dann mal, dass wir dann wenigstens in 12 Stunden, naja, in mehr als 12 Stunden in der Lage sind, diesen verdammten Ruinkoloss den Garaus zu machen. Du kommst gerade rechtzeitig, denn mit der Reparatur der Posina Lichtnägel geht alles gut voran. Mit diesen Komponenten bin ich sicher, dass sie es so schnell wie möglich reparieren kann. Yo, ich habe auch ein paar gesammelt. Zahnräder. Großartig, ist sehr hilfreich. Mit diesen Zahnrädern-Komponenten bin ich sicher, dass sie es so schnell wie möglich reparieren kann. Aber es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich lieber zuerst mit dir besprechen wollte. In den Tagen, in denen du die Bauteile gesammelt hast, habe ich den Innenbetrieb der Posina Lichtnägel studiert. Ihre Struktur ist sehr raffiniert konstruiert und wird dem exquisiten Instrument seines Posina-Vorgängers gerecht. Jede einzelne Veränderung könnte sich auf die Gesamtfunktionalität auswirken. Daher war ich etwas besorgt, ob die Anpassungen die gewünschte Wirkung haben würden. Zur Sicherheit möchte ich dich bitten, es zunächst ein paar Mal auszuprobieren. Und ich werde es anhand deiner Daten während der Testphase neu kalibrieren. Damit wird sichergestellt, dass die Posina-Lichtnägel die ultimative Wirkung haben. Denn sonst wäre es eine Katastrophe, wenn sie im Kampf gegen den Mechanismus versagen würden. Ich verstehe. Es ist auch das erste Mal, dass ich mit Posina-Lichtnägeln arbeite. Wir sollten also vorsichtig sein. Dann bitte ich dich, so hilfreich wie möglich zu sein. Ich verstehe. Also gut. Zeit für die nächste Phase. Als nächstes die Datensammlung. Mal wieder anfangen mit der Sturmschreckenruine. Höchstwahrscheinlich müssen wir dafür dann jetzt diese Altare aufdecken. Und höchstwahrscheinlich müssen wir jetzt auch erstmal wieder all unsere Gegner, die wir hier schon mal erledigt haben, erneut besiegen.
Ist... Nein, doch nicht. Okay, das sind also jetzt die Lichtnägel hier. Also gut, wenn die Herausforderung beginnt, musst du Elektroangriffe verwenden, um die Posina-Lichtnägel zu aktivieren und sie weiter aufzuladen. Die aktivierten Posina-Lichtnägel verwandeln Elektroenergie in Antriebskraft um, mit der sie aufgeladen werden können. Die Aufladerate von Posina-Lichtnägeln hängt von der Menge der bereitgestellten Elektroenergie ab. Wenn die bereitgestellte Elektroenergie niedrig ist, wird die Aufladerate verlangsamt. Wenn der Elektropegel auf den niedrigen Stand sinkt, stoppt die Aufladerate auch. Bevor aktivierte Posina-Lichtnägel vollständig aufgeladen sind, locken sie Gegner in der Nähe an, die angreifen werden. Besiege diese Gegner, um zu verhindern, dass die Unversehrtheit der Posina-Lichtnägel sinkt. Wenn die Unversehrtheit vollständig aufgebraucht ist, schlägt die Herausforderung fehl. Tja, tut mir leid, Chongyun. Du musst jetzt leider mal hier den Platz mit Razor tauschen. I'll watch your back. Wir brauchen jetzt die größtmöglichste Elektroenergie. Illusion shattered. Okay. Inazuma shines eternal. Wo ist die Nummer 3? Keep back. There is no escape. This is order. Okay, wir müssen also wirklich aufpassen, dass die Aufladerate wirklich ausreichend ist. Now you shall perish. Illusion shattered. Warte, das ist Nummer 2. Ist das hier Nummer 3? Warte mal, wieso ist Nummer 1 jetzt kaputt? Time for retribution. Ist Nummer 3 jetzt? Wie jetzt? Die Herausforderung ist abgeschlossen? Okay, irgendwie habe ich das jetzt nicht so ganz begriffen, wie ich es eigentlich begreifen sollte, wie es mir scheint. Weil ich hatte eigentlich gedacht, dass wir die ganze Zeit, naja, durchhalten müssen. Immer mal wieder die Energie der Lichtnägel aufladen müssen. Gegnerhorden abwehren. Aber das war jetzt irgendwie nicht der Fall gewesen. Also irgendwie war das jetzt nicht der Fall gewesen, wie ich es mir gedacht hatte. Es war ein bisschen eigenartig. Aber gut. Okay, eigenartig, aber gut. Tja, es war eigenartig, aber gut. Okay, wir haben hier irgendwas... für die Ausdauerregeneration und das haben wir jetzt auch benutzt. Na
Gut, wir müssen dann auch gleich auf der anderen Seite hier angekommen. Okay, wir sind abgesoffen. Okay, schwimmen wir jetzt ein bisschen langsamer voran. Auch wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, wir schwimmen wirklich ziemlich langsam. Aber sei es drum, Eile mit Weile. Beim letzten Mal haben wir versagt, weil wir ein bisschen zu schnell schwammen. Und generell ein anderer Weg wäre vielleicht jetzt auch ein bisschen effektiver gewesen. Aber wenn man ja sagt, sowieso die Wege vom letzten Mal sowieso auch kennt, dann weiß man ja, dass zwischendurch auch mal wieder irgendwelche Gegner auf einen warten. Eine Elektromagierin, dann ja, sag mal, wieder ein Ruinenwächter. Und da generell die ganze Mission ein bisschen schneller geht, als was ich jetzt vermutet habe, gönnen wir uns jetzt mal diese Zeit. Gut. Also schön, ich sehe jetzt schon mal hier voraus, dass hier gleich eine Menge Gegner kommen werden. Hey! Oh, das war Nummer 3. Hallo! Hey, Song Li! Song Li! Wieso zum Henker kommt... Song Li, komm hier raus! Sag mal, gibt es jetzt hier irgendwelche technischen Probleme? Ich bin jetzt hier nicht in der... Ich bin jetzt hier nicht in der Lage zu wechseln. Ah, das ist... Ich verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Okay, doch, doch, ich verstehe. Internetverbindung ist weg. So, da sind wir jetzt wieder, liebe Leute von heute. Die Internetverbindung war kurzzeitig weg, aber jetzt ist sie wieder da. Also versuchen wir jetzt erstmal die Herausforderung. There is no escape. Ohne große Probleme zu beenden jetzt. Ach so, hier wird ja sogar angezeigt, wie lange... die Aufladung dauert. Also gut, innerhalb der angegebenen Zeit müssen wir also dafür sorgen, dass die Lichtnägel aufgeladen werden. Na, also wenn das so ist. Dann geht das ja natürlich ziemlich flott. Warte mal, Lichtnagel 1? This is order. Take back!
Okay, wo ist jetzt nochmal Lichtnagel Nummer 1? Okay, alle Lichtnägel sind quasi jetzt fast aufgeladen. Gut, 100% alle geladen. Jetzt könnte es allerdings auch sein, dass das Internet wieder weg ist. Oder die Nachricht auf mein Handy war jetzt ein bisschen verfrüht. Naja, wollen wir doch mal sehen, ob ich jetzt hier irgendwas kriegen kann oder nicht. Okay, wir haben weiteres Urgestein erhalten. Und machen uns jetzt erstmal auf zu den Ching-Chu-Tümpeln. Ich muss da wirklich zugeben, dass das jetzt um einiges einfacher ist. Als die erste Aufgabe. Also als die erste Eventphase. Einfach nur hier irgendwas elektrisch aufzuladen. Ist ja sehr einfach, das kriegt ja jeder hin. Ja, das hier kriegt nun wirklich jeder hin. Ah, und ich sehe da unten sowieso jetzt auch schon unser nächstes Ziel. Ist ja wirklich ziemlich entspannt. Okay, das mögen vielleicht einige anders sehen. Aber ich sehe hier jetzt nun wirklich keine so großen Schwierigkeiten darin, ein paar Nägel aufzuladen. Naja, vielleicht aufgrund der Länge jetzt hier. Na gut, wo sind die ersten Gegner dort drüben? You will pay for that. Fry. This is order. Okay, wo ist jetzt Lichtnagel Nummer 1? Hier. Die Herausforderung ist gescheitert? Kann es jetzt doch sein, dass Internet wieder weg ist? Nein, Internet ist doch nicht weg. Keep back!
Dragon. Order guide you. Okay, Lichtnagel Nummer 2 ist gleich auch vollständig aufgeladen. Fehlt jetzt also nur noch die Nummer 3. There is no escape. Solidify. Tja, in der Tat ist das um einiges einfacher als ursprünglich angenommen. Jetzt allerdings geht es mal wieder zu unserer Problemecke. Muss man einfach so sagen, jetzt geht es einfach rüber zu unserer Problemecke. Tatarasuna. Also gut, die Problemecke Tatarasuna. Aber auch hier dürfte die Aufladung eigentlich nicht so lange dauern. Also gut, da unten sehe ich jetzt auch schon mal wieder die Nägel. Andererseits... musste jetzt erstmal noch ein bisschen Miso-Suppe gegessen werden. Gut, der Nagel, der sagt, da drüben ist, der ist sicherlich mal wieder die Nummer 3. Okay, da drüben hätten wir die Nummer 1. Illusion shattered. Das ist die Nummer 3 gewesen. Gather. Verdammt noch, was machen die denn da so weit hinten? Verdict is... There is no escape. Gather. This is order. Illusion shattered. Okay, anscheinend muss ich die Nummer 2 mal ein bisschen aufladen wieder. Shine down. Okay, die Aufladung erfolgt jetzt nicht weiter, also ist das Internet wieder weg. Noch nicht? Hä? Warte mal, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Eben lud das Ganze nicht auf. Ah, das ist die Nummer 3. Ich verwechsel die jetzt ständig. Kein Wunder, dass die Dinger nicht aufluden. Ich habe die Nummer 2 mit der 3 verwechselt. Aber ernsthaft, die Reihenfolge ist nun wirklich ein bisschen komisch. Okay, Nummer 1 ist jetzt vollständig aufgeladen. Jetzt fehlt nur noch hier die Nummer 2. This is order. Okay, Nummer 2 wurde auch vollständig aufgeladen. Tja, damit hätten wir jetzt die zweite Hälfte der Schatten der Antike abgeschlossen. Und was haben wir hier? Sonderbare Probenentnahmestelle verfügbar? Drachengrat und die Guyun-Türme. Naja, so viel... es wäre jetzt interessant, das Ganze zu machen. Aber wir sind jetzt quasi fertig.
Mit der zweiten Hälfte, also können wir jetzt erstmal wieder zurück nach Rito gehen. Und dort werden wir dann erstmal im nächsten Part die finale Phase beginnen. Die Phase Nummer 3. Und damit sage ich jetzt erstmal hier tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, wenn wir dann den Ruinenkoloss in die Knie zwingen werden. Bezwingen werden. Zwingen werden. Erledigen werden. Bis dann und ciao.